Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder zusammen mit dem Elias. Er ist jetzt im Moment noch sehr warm angezogen. Ich dachte, ich ziehe ihn mal in etwas frischere Kleidung um. Genau, und dann viel Spaß im Video. Entschuldigen, dass jetzt nicht mehr wie gewohnt ein Video kam, aber ja, bei uns ist etwas durcheinander gewesen und dann hatte ich einfach irgendwie auch keinen Nerv für und dann ist auch noch unser Katzenjunges gestorben, überfahren worden und dann waren wir sowieso alle durch den Wind. Genau. Und dann habe ich gedacht, ich lasse das jetzt mal eine Woche. Es gibt eben ein neues Video mit dem Elias. Ich wollte ihm jetzt mal was für die warmen Tage anziehen. Es ist doch jetzt schön warm geworden. Jetzt bekommt er was anderes an. Genau, was ich auch noch sagen wollte, ich ziehe mir das mal aus, dass ich jetzt wahrscheinlich mal die nächsten paar Wochen eben weniger Videos machen werde, weil ich von der Schule her jetzt eben wieder in der Prüfungsphase komme. Und genau. Und dann einfach auch die Zeit dafür braucht, um zu lernen. So. Genau, so sieht der Kleine aus. Die will ich dann gleich anlassen. Die ist ja noch frisch. Genau, und dann brauche ich eben mehr Zeit zum Lernen. Genau, was sagt ihr zu meinen Fingern? Mal ausprobiert, ob ich sowas kann. Die anderen sind unlackiert. Ja, genau, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass ich da ein bisschen zurücktrete, dass einfach wieder alles gut geht mit den Prüfungen. Jetzt wollte ich noch kurz sein Gesicht ein bisschen waschen. Ziehen jetzt wie immer ein Hemdchen drunter. Ich mag das sonst nämlich nicht so. Gleich zeige ich euch, was ihr anbekommt. Zeige ich euch das. Genau, ich wollte ihm nämlich ein H&M-Set anziehen, und zwar dieses hier. Ich habe das wahrscheinlich schon gesehen. Dieses hier mit dem Äffchen, das hinten noch runter schaut. Das ist Größe 56, finde ich, passt ihm auch am besten. Das ist ein bisschen so wie eine Pumphose. Genau, und das passt ein bisschen. Ich ziehe ihm persönlich sehr gerne Mützen an. Ich finde, er ist da. Es passt ihm sehr gut. Wir dürfen ruhig vorne auch mal ein paar Haare rausschauen. So. Voll niedlich. Genau, jetzt den Body. Mir immer auffällt, ich habe kaum Sommersachen für die Kleinen, aber ich finde halt auch, ich mag den auch ungern so mega kurze Sachen im Sommer anziehen, wenn wir schon kurze Sachen anziehen, da sollte man ja Kinder, glaube ich, eher noch ein bisschen wärmer anziehen. Ich glaube, da
liegt das, dass ich das nicht so gern so viel habe. Hauptsächlich eben lange Sachen. Ups. Schwupps. Ich könnte mal das jetzt so lassen, ne? Aber die Hose fehlt doch noch, oder? Ne? Nee, man zieht ja eigentlich auch den Kindern eher noch Socken an, die halt nicht kalt werden. Und man soll sie ja auch vor der Sonne irgendwo schützen. Dreht er sich manchmal so ein bisschen, ne? Ja, sind wir fertig schon, ne? Wir müssen schnell mit umziehen. Können wir immer wieder einen Schnulli anziehen. Was haltet ihr von diesem hier? Sieht eigentlich ganz toll aus. Oh, wer kennt diesen hier? Mit dem kam ihr. Ich mag die Nuckschnuller eigentlich persönlich viel lieber. Das könnt ihr mir aber gerne reinschreiben, was ihr persönlich am liebsten für Schnuller mögt. Also ich bin ein absoluter Nuck- und Mom-Fan. Wobei ihm Mom nicht stehen. Ihr wisst ja, ich habe ja für die Emma diese Mom. Was denkt ihr zu denen? Passt die Farbe halt nicht, aber das sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, wo mein Lieblingsschnuller ist. Mal was suchen. Ach, hier ist er. Das ist mein Lieblingsschnuller. Aber die Farben, finde ich, passt jetzt farblich nicht ganz dazu, aber. Der ist ganz nett. Der ist ganz nett. So, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Der hält nicht. Tschüssi!